Sowjetunion, 25 Jahre jung. Die große Enttäuschung der Europameisterschaften in Leningrad, als sie mit einer schwachen Kür dennoch Silber gewann. Phantom of the Opera, die Musik ihres Originalprogramms. Die Sprungkombination, dreifacher Tulop, Doppeltulop, sehr gut, sehr sicher, sehr sauber. Der Doppelachsel, ja, einwandfrei. Wunderschöne Himmelspirouette. Natalia Lebedeva, das war eine hervorragende Leistung und Trainer Wladimir Kovaljov ist zufrieden. Im künstlerischen Ausdruck gefällt sie mir sehr gut. Hier nochmal die Zeitlupe. Der dreifache Tulup kombiniert mit dem Doppeltulup. Vielleicht gelingt es ihr ja mal, ihre 4-Minuten-Kür genauso sicher zu präsentieren wie ihr sogenanntes Originalprogramm. Dann könnte ihr doch vielleicht sogar bei dieser Weltmeisterschaft ein ganz großer Erfolg gelingen. Ich habe mit Wladimir Kovaljov gesprochen und er meinte, sie hat hier nichts mehr zu verlieren. Er ist ja der neue Trainer in diesem Jahr, zum ersten Mal betreut er sie und er hat ja eine Doktorarbeit in Psychologie geschrieben. Möglicherweise hat er seine theoretischen Kenntnisse in die Praxis umsetzen können und ihr das notwendige Selbstvertrauen vermittelt. Die Wertung in der Preisrichtermehrheit liegt bei 5,6. 5, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 5.
Aber in der Wertung kommt vielleicht ein wenig das schlechte Image nach Leningrad auch zum Ausdruck. Die Noten hätten höher sein können. Die 5-2 aus Großbritannien kann ich einfach nicht verstehen. 5-7 aus Finnland und Ungarn, das geht in Ordnung, das kann man ziehen.